wird, glaube ich, die Aufnahme mit den meisten Unterbrechungen bis jetzt. Aber musste gerade wieder unterbrechen, weil ich genießt habe. Okay, danke. Effizienz, Behutsamkeit und Haltbarkeit. Hui, jetzt hätte ich mal deine Bühne genießen müssen. Oh mein Gott, ey. Alter, da können wir ja richtig ordentlich abbuddeln. Ich muss mal ganz kurz. Das war wieder so typisch für mich. Alter, ich weiß nicht, wie viele Aufnahmepausen ich jetzt schon drin habe hier. Kurz vor meinem U. Entschuldigung, das wollte ich nicht nochmal auch abbrechen, das tut mir leid. Kurz vor meinem Urlaub wirklich nochmal krank werden, das ist so typisch ich, ey, das geht echt gar nicht. Ich bin kein anderer aus der Klasse hin wie ich. Sterbt an meinem Schwert. So, nochmal schneller mit 30 kriegen. Wir sind schon bei 10 FPS mittlerweile. Das Schwert ist zwar fast tot, aber ich finde es nicht. Immer noch 10 FPS, mittlerweile hört man die Hühnerschreie schon wieder richtig. Es geht also vorwärts. So, bitte alle sterben. La 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 la. Wieder Level 20 erreicht, das ist sehr gut. So, mittlerweile ziehen wir wieder alle Bewegungen richtig. Das ist immer noch bei 11 FPS, aber das schraubt sich gleich wieder hoch. Hoffe ich. Okay. Die Kisten können sich gar nicht mehr erholen. Na, stopp doch. Großes. Okay. Hui. Ich könnte jetzt einfach mal das wegschmeißen. Und einfach mal das. Alter Schwede. Ich muss das hier kurz wegschmeißen, alles hier. Moment. Und spring da mal runter. Okay, schon voll. So. Da, 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 da. Da. Ich kann nochmal alles hier rein hier. Jo, die sind natürlich gerade weg hier, keine Ahnung wo die hin sind, aber auf jeden Fall alle weg. Da unten sind nur noch ein paar kleine. Level 30 haben wir leider noch nicht erreicht, aber das haben wir sich auch gleich. So. Schnell schlafen gehen.
Super. Jo. Dann machen wir mal ganz kurz hier eine Runde Weizen. Der will, der will, der gut noch nicht. Ganz einfach mal Beweggründe. Nehme ich immer wieder ein bisschen das Schlachten hier. Von den Kühen. Und dazu muss natürlich erstmal neues Jungfleisch angezüchtet werden. Na, ich bleib stehen, oder willst du, dass ich deine Kinder schlage? So, soll das mal reichen? Schnell alles aufsammeln hier. Vor allem das Leder nicht liegen lassen. So, was haben wir denn? 14 Leder. Sieht schon mal ganz gut aus. Na, mach ich wieder was. Okay. Super. Jetzt beschlossen wir, was wir alles wegbringen, oder? Tue ich erstmal das Weizenmehl verballern. Das kann ich natürlich auch machen. Da. Ja, so. Einmal mal die Felder drüber gehen. Jetzt funktioniert es auch alles. So, jetzt hier noch. Lass mir die Kuh drüber getrampelt hier drüben. So, hier wieder alles frisch machen. So. Tada, 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 tada. Und hier noch ein wenig drüber gehen. Und dann können wir hier, das können wir noch eigentlich hier reinlegen. So. Ja, genau, das können wir hier reinlegen. Alter, das ist echt schwer mit Schupfen aufzunehmen. So. Es gibt übrigens auch einen Grund für die Reise. Für das Campen gibt es auch einen Grund, und zwar ist der, dass wir ja eigentlich zu Gamescom wollten, das ich auch auf dem Kanal eigentlich angekündigt hatte, was aber jetzt leider nichts geworden ist. Wir hatten versucht, Karten aufzutreiben, einen Monat vorher, das war aber echt sinnlos, da haben wir nichts hinbekommen. Ja, letztendlich haben wir uns gedacht, wir wollen aber nichts machen und haben uns dann kurz dann entschlossen, einfach campen zu fahren. Ich finde es sehr schade, ich wollte die Gamescom eigentlich mal miterleben. Aber wenn man dann eine Karte angeboten bekommt, so, ich wollte dann so eine Dauerkarte mir holen, bei eBay, wenn man dann so eine Karte bekommt für 300 Euro, dann, naja, gell, dann ist auch vorbei. Man muss sich ja nicht verarschen lassen. So. So. Ich glaube, ich werde für die Dauer des Holzdachbauens werde ich wahrscheinlich das Weizenfeld etwas vergrößern noch.
Können wir gleich mal angehen eigentlich. Dann sehe ich aber gerade, muss ich hinten erstmal. ordentlich Terraforming betreiben. Aber gut. Dann lege ich mal los. Kleinen Moment. So. Habe ich denn noch genug Erde hier liegen? Sieht schon mal gut aus. Da wollte ich nicht da rein tun. Sollte nämlich verarbeitet werden. Und dann geht's los. La 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 la. Was ist denn hier passiert? Sieht nach einem dieser gefährlichen Creeper-Einschlagslöcher aus. Du, das ist ein bisschen groß für ein Creeper-Einschlagsloch. Da steckt wohl etwas mehr dahinter. Wie, jetzt das mehr dahinter? Nein, da steckt mehr dahinter. Ist eklig. So. Bis hierher geht das, gell? So. So. Hier werden wir es auch schon ein bisschen ausfüllen müssen. Da werden wir nicht drum kommen. So. Und dann werden wir unsere Weizenfelder noch ein bisschen vergrößern sollen. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal hier fertig werden und nicht. Ich habe echt keinen Bock, 30 mal das Weizenfeld nur zu erneuern. So. Ich weiß, das war gerade Fläche, die hätte man gar nicht machen müssen, aber ist ja auch scheiße, wenn genau neben dem Weizenfeld dann so ein Abgrund ist. Ja, hier ist nicht mein Territorium, mache ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Wo zeugt denn das von Willensstärke? Heißt ich hier aber Willen? Zeig dir Willen, nicht Willen. Okay, das wird sogar knapp. Ich würde sogar fest behaupten, dass es nicht reicht. Jo, das wird nicht reichen. Bei weitem nicht.